Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Firefox N783. Und heute geht es wieder mal um die Rennmäuse. Und zwar heute um das Beißen. Ich habe mich ein bisschen von My Gabby's World inspiriert. Also es ist leicht eigentlich nachgemacht. Aber ich wollte aber noch ein paar mehr Sachen sagen als My Gabby's World. Sehen wir auch gerade Benny, der gerade rauskommt und ja. Der meiste, eigentlich der meiste Biss ist der Futterbiss, aber es kommt halt drauf an. Und zwar, dann gibt es noch den Nagebiss, das heißt, sie denken, sie könnten das zum Beispiel nagen, irgendwie die Hand. Oder sehen das ein als irgendwie Holzstock oder so. Dann muss man einfach ja die Hand bewegen. Und ja, das ist eigentlich auch noch ein Grund. Ich glaube, es ist einmal wert, wenn ich es selber ausprobiere und zeige, wie sie beißen. Okay. Tut halt ein bisschen weh. Müsst ihr sehen. So. Das? Jetzt war schon gebissen. Das hat er das. Und wann ihr sie rausnimmt, müsst ihr einfach zeigen, dass es ein lebender Gegenstand ist. Nicht, dass sie meinen, es sei irgendwie jetzt zum Nagen oder irgendetwas. Es kann auch sein. Wie man sehen kann, sind die Mäuse immer am Nagen, egal wann. Das ist auch aber bei den Hamstern so. Die haben nie fertig mit ihren Baustellen. Zum Beispiel mit dem Glück hin. Und die haben einfach, sind immer aktiv. Haben immer etwas zu tun. Man sollte ihnen einfach das lassen und sie nicht irgendwie bezwingen, dass sie das nicht lagen dürfen. Weil das eines der wichtigsten Sachen der Nagetiere ist. Nagetiere bekommen so mit jungem Alter oder mit älterem Alter Zahnweh, weil ihre Zähne immer weiter wächst. Dann müssen sie irgendwo nagen, also sucht doch irgendwie ein Holzstück aus, so wie eine Villa hier. Und da könnt ihr dann auch ja, ihnen einen großen Untergrund geben, wenn sie Zahnweh haben. Zum Beispiel gibt es auch hier. Er würde jetzt auch beißen. Macht jetzt aber nicht. Wie man sehen kann, die nagen überall, wo sie gerade können. Wenn ihr wollt, dass es gut geht mit euren Mäusen, wascht euch immer die Hände, weil es kann auch sein, dass ihr vorher einen Mehlwurm oder irgendetwas in der Hand hattet und dann irgendwie ja Mehlwurmgeruch oder so hat. Ja, wäscht euch die Hände und dann könnt ihr es nochmal probieren. Aber wenn sie es weiterhin machen, dann kann es eben die anderen Gründe sein, zum Beispiel der Futterbiss. Oder dass sie nicht merken, dass es ein lebendiger Gegenstand ist. Aber nicht überschätzen, auch Hamster können beißen. Wie man hier sieht. Also theoretisch können alle Nager beißen. Einhörnchen, Streifenhörnchen, alle eigentlich. Das ist ganz typisch. Aber man soll es nicht als Beleidigung oder irgendwie so nehmen. Weil sie ja auch nur die ganze Zeit machen wollen, was erlaubt ist. Und sie die nicht irgendwie unsympathisch oder schaden wollen. Nagetier finde ich sehr herzlich. Und ja, deshalb haben wir jetzt auch noch Rennmäuse. Natürlich kann man einen Hamster nicht mit einer Rennmaus vergleichen. Die Rennmaus ist einfach ganz schneller und viel aktiver. Ja, zwar die Hamster leben eigentlich kürzer oder so gleich. Und sie sind einfach schneller. Ihr Herz schlägt, glaube ich, auch schneller. Darum bewegen sie sich auch schneller. Ja, ich glaube, bei uns eine Sekunde, oder ja, bei uns eine Sekunde ist für die irgendwie minus 100 Sekunden, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die im Rückstand sind. Ja, sie sind halt einfach immer aktiv. Man muss es einfach beachten. Das ist etwas sehr wichtig. Beachtet das einfach und dann sage ich ciao.